奇跡の炎よ燃え上がれよ君の心に未来のため目の前には闇が迫る Going back この言う暇はもうないのさ。ボルテージは焼き付いた。正面から行けば No やばいし。撃たれて立ち上がり。君を強く生まれ変われ。やめそう。Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Wir spielen heute ein bisschen Dragon Ball Z Burst Limit, wie ihr anhand dieses wunderbaren Intros gerade schon gemerkt habt. Und was für ein cooles Intro es ist, ich habe es jetzt nämlich auch schon echt lange nicht mehr gesehen und gehört. Und das war zuletzt 2008. 2008 erschien dieses Spiel, Dragon Ball Z Burst Limit. Also das erste PS3 und Xbox 360 Dragon Ball Spiel, wenn ich mich nicht täusche, entwickelt von Dims, wie alle diese Spiele. Und jetzt startet hier irgendwas automatisch und ich weiß gar nicht was. Ich habe vorhin nur einmal das Spiel kurz angeschmissen, um zu gucken, ob es irgendwas installieren muss, was ja auf der PS3 immer mal wieder passiert. Und wir spielen einfach mal rein. Ich kann mich wirklich an nicht so viel erinnern. Ich weiß, dass ich damals die Präsentation dieses Spiels fantastisch fand. Also ich fand, das sah super aus, das Ding. Und bin sehr gespannt, ob das heute noch in irgendeiner Form mithält. Das schauen wir einfach mal, weil das hat damals okaye Wertungen bekommen. So im 7er Bereich, was ja okay ist für so ein Lizenzspiel eigentlich. Aber erstmal guten Morgen, hallo an alle, die es in der Time to 3 Aufzeichnung schauen. Schön, dass ihr hier seid. Guten Morgen, Pazifist, Datira, Vatikanklopper, Fabulous, Tomikin, Lafardcore, alle, die ich gerade zumindest sehe. So, wir haben einmal die Story. A Battle Mode packed full of Dragon Ball Z Action and Drama. Wir gehen erstmal kurz in die Optionen. Weil es gibt natürlich direkt eine Frage, die wir klären müssen, lieber Chat. Voice Language. Japanisch oder Englisch? Ich weiß nicht, ob es die englischen Sprecher sind aus der Serie. Gehen wir davon aus. Die finde ich ein bisschen furchtbar, aber wenn ihr auf Englisch spielen wollt, dann können wir auch gerne auf Englisch spielen. Ansonsten stellen wir auch auf Japanisch. Danke Vatikanklopper fürs Abo. Und danke, dieser Stream ist geil fürs Abo. Englisch für die Comedy. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Sollen wir mal Englisch für die Comedy machen? Und danke, Tomädchen, fürs Abo. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Okay, wenn jetzt nicht allzu große Einsprüche kommen, lasse ich es einfach mal Englisch und wir schauen mal. Wir belustigen uns mal ein bisschen, falls es over the top wird. Wovon ich mal stark ausgehe. Brauchen wir Training? Eigentlich nicht, oder? Learn Fundamental Battle Moves? Zumindest das würde ich mal machen, weil ich weiß wirklich gar nicht mehr, wie man es spielt. Oh je, das ist bestimmt. Ich gehe einfach mal rein. Ich glaube, es wird wirklich. Drücke links, um nach links zu gehen. Drücke rechts, um nach rechts zu gehen. Ja, schade, dass es Deutsch nicht gibt, ne? Vatikanklopper ist irgendwie voll oft so in diesen Lizenzspielen. Gibt es überhaupt ein Dragon Ball Spiel mit deutschen Originalstimmen? Okay, ich weiß nicht, wie gut ihr das hört. Well, that outfit actually looks good on you. Hä? Listen up. We're gonna be doing some pretty intense training. Listen up. But before that, I wanna go over the basics one more time.
Ja, glaube ich auch, King Flea. Vielleicht brauchen wir das hier gar nicht. Aber guck mal, das wird sogar so eingebunden, als Piccolo, der Gohan trainiert. Was ja eigentlich ganz cute ist. Ja, ja, okay, das ist Leben. Mhm. Das ergibt alles Sinn. Wie er immer nur Right sagt. Ja, okay, das kennen wir aus Street Fighter. Drama Piece. Wie Gohan die ganze Zeit nur da stand. Right, right, okay. Ich habe zugehört. Ja, okay, ich glaube, wir machen das mal doch anders und springen einfach direkt rein, oder? Ich will die Präsentation noch nicht anhand des Tutorials bewerten. Dafür gehen wir einfach mal in Z Chronicles. Ich glaube, es ging bis Cell. Zumindest ist nur Cell hinten vorne auf der Packung drauf. Die habe ich auch hier. Hier, Dragon Ball Z Burst Limit. Das habe ich damals, das war zusammen mit Soul Calibur 4 und GTA 4 meine ersten PlayStation 3 Spiele, weil ich mir erst 2008 eine PlayStation 3 geholt habe. Und das hier fand ich, wie gesagt, von der Präsentation super cool, aber ich habe ganz viele Spiele damals immer wieder verkauft, um mir dann neue Spiele leisten zu können. Hallo Huge und auch dir danke fürs Abo. Die Englische geht mal gar nicht. Naja, da müsst ihr jetzt durch. Das haben wir zusammen entschieden. Jawohl. Okay, ich habe noch gar keine Auswahl. Easy. Okay, easy ist der mittlere Schwierigkeitsgrad. Aber ich mach mal normal, oder? Das kriegen wir schon hin. Raditz ist doch, der kann doch nichts. Da sollte kein Problem sein. Es geht zwar nur bis Cell, es hat aber Filler- und Spezialepisoden. Oh, ist das wie in Budokai, wo es diese What-If-Episoden gab? Where's your pride? You are Saiyan, the greatest race of warriors in the universe. Know your place. My name is Goku and I belong here. Get out of here. Doch, das sind aber die englischen Seriensprecher, ne? Oh, geht direkt los. Oh Gott, der Motion Blur ist ja schlimm. Ah. Okay, X ist blocken, Kreis ist Key. Hadoukenbogen ist Kamehameha. Ist das so ein Ding, ich soll verlieren? Das Power Level. Oh, damn it. Jetzt lass dich doch mal treffen, Raditz. Scheiße. Oh Gott. Bin direkt überfordert. Kann ich eigentlich auch andere? Kann ich einen Shiryuken? Das ist alles Kamehameha. Oh. Okay, ich kann greifen mit R1. Mal machen. Okay, er weicht wirklich jedem Kamehameha aus. Ja! So long, Big Bowser. Geht doch. Okay, wie kann ich dashen? Oh, L1. Non-Kaioken oder was ist das hier? Oh, was? Der hat meine Combo. Der hat mich einfach aus der Combo rausgehauen. Wir machen einfach mal ein paar normale Keyblasts, wa? Aua, aua, aua. Komm, der hat doch nichts mehr. Puh, danke Faxi Fax fürs Abo. Wie ist denn der Ton, Leute? Bei mir sieht es eigentlich aus, als ob alles okay sein müsste, aber sagt ruhig, falls das Spiel zu laut ist oder zu leise. You, how
How can you still stand? Piccolo! Now! Hat aber direkt Tempo, ne? Geht einfach direkt los hier. Special Beam Cannon! Special Beam Cannon! Darn it! Darn it! Guten Morgen an alle, die gerade dazukommen. Oh, what? Ah, war nur ein C. Tut mir leid für diese schlechte Performance, lieber Chat. Drama Scenes Displays. Reddit's Mistake. Man kann dann also wirklich andere Sachen triggern. Das ist eigentlich ganz lustig. Okay, wir nähern uns langsam diesem Kampfsystem. Meine Güte. Raditz ist spielbar. Direkt Sachen freischalten, das ist doch toll. Ich weiß, dass das damals so ein bisschen bemängelt wurde für sein Umfang, das Spiel. Warum sollten wir direkt zu 3 wollen? Weil, ne, es ist halt das erste PS3 360 Spiel und das letzte Budokai, da waren ja alle Charaktere dabei. Und das sind ja die gleichen Macher. Da waren manche Leute ein bisschen enttäuscht. Spiel ist ein kleines bisschen lauter. Okay, ich kann es ein bisschen leiser machen. So, jetzt sollte es eigentlich passen. Raditz Spiel war yay. Ich mag Höllenspirale als Name auch mehr. Irgendwie weird, dass man das jetzt danach macht. Es ist schon lustig, wie ich dieses Spiel als so wahnsinnig hübsch im Kopf hatte. Und heute ist es halt... Also der Bloom ist ja erstmal auf 130% gedreht. Und die Auflösung ist halt so niedrig. Vielleicht sieht die 360-Version besser aus, das weiß ich nicht. Komm her hier! Oh! Tja, was das wohl etablieren sollte? Oh no! Direkt nehmen! Ja. Wir drehen jetzt völlig auf. Ich mache ja immer das Gleiche, ich weiß, aber funktioniert. Au, au, au. Ich weiß natürlich nicht, wie triggert man denn die anderen Sachen. Kann ich das nachgucken? Oh, es gibt eine Command-List, das könnte auch tatsächlich nützlich sein. Okay, einfach nur Kreis in verschiedene Richtungen. Oh, und mit R2 verbinden, das hier muss ich mal ausprobieren. Unblockable, undodgeable. Ansonsten sind das Dynasty Warriors-Kombos. Okay, aber ich muss mal die Sache ausprobieren hier mit. Das war aber, glaube ich, noch was ganz Normales. Impact-Gefühl ist aber schon ganz gut. Ja, das stimmt. You, how can you still stand? Oh, King Flea, muss ich mal ausprobieren. Gab's nicht sowas in Budokai auch? In Budokai konnte man doch auch, da war so eine Scheibe oder so. Oder auch so ein Ball, den man drehen konnte. Ich muss mir mal das erste Budokai holen für die PS2. Das habe ich damals, da war ich so gehypt drauf. Also das war jetzt nur die alternative Perspektive. Jetzt geht's weiter mit den Saiyaman. Wusstet ihr übrigens, beim ersten Budokai, ne? Das ist ja eines der ersten größeren 3D-PS2 Dragon Ball-Spiele, wenn nicht sogar das erste. Das war jetzt übrigens ein A.
Das hat ja noch keinen Cell-Shading-Look. Das sieht heute echt nicht mehr so gut aus, wenn man sich das auf der PS2 anguckt. Auf dem GameCube hatte das Cell-Shading und sieht deutlich besser aus. Gestern zum ersten Mal erfahren, als wir mal ein bisschen recherchiert haben. Enemies from the Soil. Vielen Dank, Eagle, fürs Abo. Das ist sehr lieb. Ich kann mich an ein Essence-Minispiel erinnern. Na, ich hoffe doch. So, jetzt kann ich die... Oh, ich kann sie wirklich rumrollen lassen. Bestes Feature. Ich liebe sowas. Fine. Ja, Tenjin Han, du kriegst das bestimmt hin. Viel Glück. Oh, Tenjin Han in Dragon Ball Fighters ist so cool designt und inszeniert. Oh, wir dürfen sogar Tenjin Han spielen. Dramatic Event. Wow. Hat er mich einfach aus meinem Move rausgehauen. So, ich gehe mal ganz kurz in die Command List. Sorry, dass da immer die Musik komplett aufhört gleich. Okay, nach vorne und Dodonpa wäre halt schon cool und Solar Flare wäre auch schon cool. Aber muss ich dafür im Special Modus sein? Das frage ich mich. Nee, muss ich nicht. Oder? Doch. Ach, das war jetzt schon so dafür. Okay, hat 2 Bars gekostet. War das Dodonpa? Oh, komm. Ja, es sind einfach mehrere. Ich glaube, ich lade mich einfach mal wieder auf. Jetzt kann ich den Move nicht mehr machen. Oh, da wollte er es machen. Er hat die Solar Flare einmal abgebrochen. There we go. Hat nur nichts gemacht. Er hat sie nicht erfolgreich geblendet. Also, so unübersichtlich es manchmal ist, macht schon Spaß. Oha. Oha. I'll show you my real power. Unspektakuläres K.O., aber hey. Zeit für Happa Happa von Papa Nappa. Dazu kommen wir auch noch. Hört gar nicht mehr auf. Die Inszenierung ist wirklich ein bisschen hölzern. Monster. SpongeBob Stimme oder GTFO? Oh, guck die ganzen Sterne hier. S-Rank. Cyberman Strike Chapter available. Tien now playable. Cyberman auch. Triple Asset, what the fuck? Als Partner, so eine Art Assist oder was? So viel Zeug. Man schaltet direkt 20.000 Sachen frei mit jedem Kampf. So, mache ich jetzt mal einfach hier weiter, ja, ne? Wir alle warten doch auf den Moment. Wir alle sind doch gespannt auf Yamchus Auftritt. Ach, okay, wenn ich Buttons drücke, dann hüpfen sie auch rum. Yay! Uhuhu. Kann ich auch Shenlong beschwören mit diesen Dragon Balls? Let's do this. Yamchu in Dragon Ball Fighters auch ein super cooler Kämpfer. Wieso hat Yamchu denn so viele Bars? Oh.
Oh, oh. Wir haben True, you're dead. Oh, shit. Aber, also, hätte das geklappt, hätte ich jetzt die Wolfstechnik gemacht. Ich muss das, glaube ich, aus einer Combo heraus machen. Gott, der... Ich wollte gerade eine Combo machen. Normal kämpfen ist hier gar nicht so einfach. Wolfstechnik! Jawohl! Oh, die war ja unspektakulär. Das war ja nur so dreimal schlagen. I'm disappointed, wir haben Schuh. Ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht. Darn it. Can't afford to play around. Time to get serious. Let's get serious. Ach, der ist schon wieder hin. Oh ne, ich muss einfach spammen. Dann macht das auch ein bisschen weiter. Ja, da hat er nicht lange überlebt. Bam, bam. Immerhin Special Finish. Das sieht sehr gut aus. I think I can take care of the rest of them by myself. Sure you can. Get off of me. What the? Screenshot-Taste ready. There we go. Da fehlt der Krater. Ich finde aber super, wie kontextlos das stattfindet. Diese Gespräche dazwischen sind einfach egal. Wir wollen nur die Kämpfe sehen. Meine Güte. Ja, ist gut. Nein, sie haben mir einen Schuh erwischt. Ja, Nappa! Let's go! Und die Dragon Balls hüpfen lassen. Kriegen wir sie so platziert wie auf dem Billardtisch? Man kann immer nur alle gleichzeitig. Na, schade. So, who wants to be first? Die Inszenierung ist wirklich nicht so gut. Ich habe dieses Spiel so viel spektakulärer in Erinnerung. Aber ich spiele sogar Nappa. What the fuck? Also wie cool. Na. Oh, ich wollte ihn auch gerade nehmen. There we go. Noch nicht, wie es gerade geruckelt hat. Drama-Piece. Oh, Special. Ich wollte gerade eigentlich Combo in den Special. Ein bisschen weird, dass man da so unterbrochen werden kann. Oh oh. Oh oh. Ah, alle Tasten. Interessant. Yeah.
glaube, ich muss mich gleich mal hier Special aufladen. Kann er das überhaupt? Ja. Ja, guck mal, gar kein Problem. Es kann nur eine Glatze geben. It's impossible. You just don't know when to quit. I'm still alive, stupid. Chaozu, I will avenge you. Wir haben nicht mal mitbekommen, was mit Chaozu passiert ist. Wobei, es gab ja so Special-Drama-Pieces, die hätten bestimmt passieren können zwischendrin. Wow, was für eine Animationsabkürzung! Das wirkt echt wie an so einem kurzen Nachmittag animiert. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum das Spiel dann im Nachhinein keinen so guten Ruf hat. Ja, genau, Pazifist. Ein Speedrun. Story Speedrun. Nappa the Invincible. So, jetzt haben wir hier diese Unterchapters. Nee, das hatten wir doch gerade. Was geht denn das hier für einen komischen Weg? Warum? Saiyan Saga Summary. Falls wir verwirrt sind, können wir auch hier drüber gehen. Drama Piece Overview. Was ist das? Close Call of Reddit's Guard Against Specific Attacks. Kann man sich das tatsächlich auch so anschauen? Na gut. Nee, wir machen mal weiter. Nappa the Invincible. Ja, die Kämpfe sind lustig bisher. Es ist halt auch gemein, nach Dragon Ball FighterZ ist so jedes Dragon Ball Kampfspiel zumindest von der Inszenierung her automatisch ein bisschen schlechter. Krillin, gib dein Bestes. Little Shrimp, get back here. Oh, ich muss schon wieder Nappa spielen. Immer noch einer meiner Lieblings-Plotpoints im Original Dragon Ball, wie Krillin gegen einen Gegner kämpft, der so übelst miefig ist und stinkt, und Son Goku ihm dann irgendwann sagt: Krillin, du hast doch gar keine Nase, ich kann das doch gar nicht stören. Und er sagt dann: Ja, stimmt, und dann gewinnt er. Ein guter Gag. Oh yeah, I'm gonna enjoy this. What, schon wieder? Komm her, Krillin. Verzögere nicht das Unvermeidbare. Leg dich zu Yamcha. Ist aber ganz schön flink am Ausweichen hier. Aber dass man aus der Kombo heraus diesen Griff nicht machen kann, ist ja doof. Da. Das wollte ich machen. Ja, netter Versuch. Die sind alle über Krillin hinausgeschossen. Krillin ist zu klein für Nappa. Oh no. Ist auch so weird, dass man den Impact nicht sieht von diesen Dingern. Oh, shit. Spam dich jetzt einfach zu. Ah, okay, nee, das wird nichts. Doch wieder in den Nahkampf. Oh. Mach mich ganz schön platt, der Kleine. Komm. Ich sollte ein bisschen mehr blocken. Muss mich noch umgewöhnen, dass Blocken wirklich auf X ist.
Haben ja letzte Woche erst Tekken gespielt. Ach. Also die. War das unspektakulär? Oh, sehr schön, Fexifix. Freut mich, dass Yoku's Island Spaß macht. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Das ist alles so weird. Ah, ist wirklich faszinierend. Mein Kopf hat das meiste hiervon einfach gelöscht. Kann mich nicht erinnern, das schon mal gespielt zu haben, zumindest in der Form. Oha, Gohans Test. Let's go. Goku is yet to arrive. Gohan must hold off Nappa until then. Wechseln wir mal die Rollen. Do or die ist Krillins Motto. Ich glaube, Krillins Motto ist nur die. Hui, yay, Dragon Balls. Dad. Wow, die Animation. I sense my dad. Okay. I sense my dad. Hold him off until my dad gets here. What? You're gonna try to hold me off? Don't make me laugh. You stupid pipsqueak. Oh, das findet er gar nicht lustig. Ja, Gohan Time! Den kann man aber auch nicht so in die Kombos einbauen, ist weird. Oh, Special. Oh, hat er abgelenkt. Sehr cool. Wir laden uns mal auf. Jawohl, guck mal. Wir machen ihn sauer. I'm hurt, wounded even. Oh, wir triggern alle diese Reactions. Piccolo! Voll dramatisch. Ist gerade im Himmel umgefallen. Aua. Oh. Jetzt hast du Gohan sauer gemacht. Ganz schlechte Idee. Wie ihn nicht greifen? Nee, hat er einfach abgeblockt. Ja, there we go. Auch nicht sehr spektakulär, aber passt. Der Kampf davor war spektakulär genug. Shut up, Mokuba. Jetzt sehen wir die Animation einfach normal.
Aber sehr viele dieser... Oh, guckt euch die ganzen Sterne an. Wir haben sogar ein Sie bekommen, nicht nur ein S. So gut waren wir noch nie. Ja, ja, komm. Müsste jetzt nicht langsam Goku wiederkommen? Wie war das in der Hauptstory? Goku's Quiet Rage! Time to show what he learned from King Kai. Den wir in diesem Spiel nicht etabliert haben, aber egal. Hier sind ein paar Dragon Balls. Ist auch so weird, wie viele dieser Dragon Ball Spiele nicht die originalen Musik hatten, ne? Und in Dragon Ball FighterZ muss man sie sich dazu kaufen, was ein bisschen unverschämt ist. I don't like it. I will never forgive you! Schreien kann er aber. Yeah. Our level is 7000. 8000. Impossible. Kommt die Line? Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000. What? 9000? That can't be right. Ist aber noch mal anders. Also sie haben es echt neu aufgenommen. You're stronger than me. Ach ja. Classic. Nappa gegen Goku hat doch keine Chance. Kaioken! Kriegen direkt aufs Maul. Jawohl. Nochmal aufladen. Oh, wie viel Damage wollen wir denn machen? Ich glaube, dieses Teleportieren macht man aus dem Blocken heraus. Oh oh! This is bad! Okay, das war nicht so spektakulär. Okay, nee, es kam noch. Der eigentliche Move kam noch. Das ist doch spektakulär. Shit. Ach komm, dodge das doch nicht alles. You're pretty full of yourself, but you're not that strong. Wait, you're saying that I am not that strong? Das ist so ziemlich genau, was er gesagt hat. Special finish KO. Man muss es ein bisschen lieb haben. Klatsch. Vegeta. Findet Vegeta gar nicht lustig. Warum sagen die so oft Darn it in der Serie? Take him and leave this planet now. Das ist tatsächlich das Ende von Dragon Ball Z. Ich glaube, jetzt müssen die Credits kommen. Ach, kein Sie bekommen. Damn it. Aber also ich mag ja die Dragon Ball Fighting Spiele, wo man sich auch im Kampf verwandelt. Das hat irgendwie was. Wenn man als normaler Goku anfängt und dann Kaioken und dann Super Saiyajin und so. Final Battle Beyond All Limits. Let's go. Weil es ist doch in FighterZ ein bisschen ungeschickt, dass es einfach 20 Gokus gibt in allen verschiedenen Formen. Und dann aber gleichzeitig trotzdem so Sachen wie Freezer, der sich in Gold Freezer verwandeln kann.
Gab's Burst Limit auch für die Xbox? Yep. Xbox 360 und PS3. Nicht für den PC, soweit ich weiß. Und ich weiß jetzt nicht, ob die 360-Version vielleicht ein bisschen besser aussieht. Keine Ahnung. It's not often that a low-class warrior like you gets to play with an elite like me. I guess now you can see that even a low-class warrior can exceed an elite with enough hard work. Was ist denn das schon wieder für ein Szenenübergang? Let's go! Ich block mal, vielleicht können wir dann wieder so ein Drama-Piece triggern. Oder auch nicht. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Er ist komplett verwirrt. Ja. Kaioken. Dann nochmal extra aufladen. Aber wir sind gar nicht rot. Wir sind gar nicht im Kaioken-Modus. Oh, das hat gesessen. Das macht Vegeta da. Es ist sehr lustig, wie verwirrt der Computer ist davon, dass man blockt. Aber da kommen sie fast immer vorbei. Das lohnt sich halt echt nicht, von weitem Kamehameha zu machen, wenn man es nicht aus der Combo heraus macht. Und selbst da können sie sich raus teleportieren. Aua! Oh no! Oh no! Spam! Keine Ahnung, ob es gereicht hat. Aber die Leiste war voll, ne? Das war gut. Wie oft aber der Kampf unterbrochen wird von den Dingern. Au! Da hätte ich sehr einfach blocken können. Das hätte ich auch sehr einfach blocken können. Wir bursten hier nochmal. Aua. Jetzt hab dich nicht so. Oh. Even when things look this bad, I'm really excited. Die Cutscene hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich mag sehr, dass man durch normale Keyblasts einfach durchfliegt. Ich frage mich, ob ich mit diesem einen Special theoretisch seine Blasts abwehren könnte. Sieht nämlich so aus. Komm. Ganz schön viel am Blocken, der Gude. Au. Ach. Oh, what the fuck? Haben wir einfach weggehauen. Gibt es eigentlich, gilt das eigentlich als gutes DBZ-Spiel? Weiß ich gar nicht. Ich glaube so als Mittel. Das probieren wir nochmal. Also insgesamt aber nicht. Also gerade Budokai 3 ist beliebter. Fighters ist beliebter. Ich glaube Burst Limit haben die meisten Leute wieder vergessen. Und ich weiß es nicht, es gibt auch diese Raging Blast-Spiele. Weiß jetzt nicht, wie beliebt die sind, aber Xenoverse zum Beispiel ist ja auch beliebter. So, das können wir jetzt mal skippen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ah. Fine.
Oh, ich hab's vorhin einfach abgebrochen, ne, mit meinem Special. Ich hab mich ja direkt danach aufgeladen. Und hab dadurch die Kajoken abgebrochen. Also nicht so schlau. Es kann sein, dass Nehmen einfach deren Schwäche ist. Oh, oh. Ach, goddammit. Ja, ja. Okay, man kann die nicht skippen. This is the true power of a Saiyan Elite. Oh. Hat das noch getroffen? Muss ich mal gucken, wie man das Teleport-Kamehameha macht, King Flea. Ist das hier vielleicht sogar drin? Super-Kamehameha? Ach, nach oben und Kreis gibt auch noch, okay. Ach du Scheiße, noch. Wie diese Moves alle sehr gleichförmig sind. L2 ist einfach nichts. Oh, das hier ist ein Taunt. Aura Spark, throw, throw, throw. Okay. Wann und wie mache ich denn Super Kamehameha? Also das mit Kreis nach oben funktioniert zumindest aus dem hier nicht. Vielleicht muss ich dafür in den Modus. Ja! Okay, da funktioniert's. Gut zu wissen. Komm, hab doch geblockt. Nein, ich will mal in eine normale Kombo rein. Das gibt's doch nicht. Und jetzt kann man es schon wieder nicht mehr machen, weil man wahrscheinlich alle Leiste braucht. Machen wir es halt so. Fuck. Oh! Wie cool ist denn, dass das geht? Was für ein cooler Finish. Ich glaube, ich bin doch ein Fan. Wenn man das einfach gleichzeitig macht. I don't need this planet anymore. I'm going to demolish you along with the rest of the earth. Just try to dodge it if you can. And even if you survive, the earth will be completely destroyed. Wie sie hier eigentlich nur so diese einzelnen Frames teilweise einfangen, ne? Na, cool. Yeah! Ja, okay, das sieht schon gut aus. Das sieht immer noch ziemlich cool aus. Jawohl! Sehr schön. Daumen nach oben dafür.
Kingfee, ich finde, bei Dragon Ball-Szenen sollten Kampfsysteme und Inszenierungen sich die Hand geben. Es sei denn, du meinst jetzt wirklich nur die Cutscene-Inszenierung. Weil zumindest das hier ja gerade super war. Aber ich glaube auch, dass hier noch ein bisschen was drinsteckt, das merkt man ja durchaus. So, jetzt kommt. Ja. Ginyu Time. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich durchaus das Spiel als sehr hübsch im Kopf hatte. Weil diese Art von Inszenierung ist halt schon super cool. Oder Super Kamehameha oder so ein paar dieser Moves. Nur halt, wenn sie sich hier so starr gegenüberstehen, das ist halt so. Hm. Hi, Vegeta. It looks like it's our turn now. Can you force? Oh, spielen wir jetzt Vegeta? Let's go. Ich muss doch eigentlich immer noch mal in Kakarot reingucken. Ich habe bisher immer noch nicht das CyberConnect Dragon Ball Spiel gespielt. Bin ein bisschen leid tut. Ich höre allerdings auch, dass es halt ein bisschen arg gestreckt sein soll. Au! Mal ganz kurz angucken, was hier die Supermoves sind. Final Flash ist auch nach oben, okay. Dann mache ich das wieder einfach aus diesem anderen Modus heraus, nehme ich mal stark an. Machen wir mal jetzt das hier. Und... Yes! Nice, nice, nice. Was ich da die ganze Zeit gemacht habe. Ich wollte auf jeden Fall was anderes machen. Och, da hat er sich weggeportet. Na gut. Puh. Der Final Flash war ziemlich cool. Dieses Voice Acting. Ende. Cut. Das kommt dann in der nächsten Folge von Dragon Ball. Ja, ja, komm. Ich hätte fast lieber eine Liste, wo einfach steht, das hast du alles freigeschaltet und ich muss es einmal wegdrücken. Kuh mit Tex. Also das Spiel wächst in meinem Ansehen ein bisschen mit der Zeit. I have to try.
Das hat auch irgendwie einen schönen Speed. Also, ne, ich habe ja gesagt am Anfang, es ist so, es fehlen so die Teile dazwischen, wo die Leute sich eigentlich miteinander ein bisschen mehr unterhalten und ein bisschen mehr Plot etabliert wird. Aber für jemanden, der das ja eigentlich kennt, ist das, finde ich, gar nicht so schlimm. Ich mag tatsächlich mehr, dass das hier ein Tempo drauf hat. Und dieser Singleplayer-Modi hätte ich eigentlich viel lieber für auch mal andere Kampfspiele. Auch wenn man das hier wahrscheinlich relativ fix durchgespielt hat. Außer natürlich, man möchte im Sie-Schwierigkeitsgrad alles haben. Aua. Oh. Wir haben nicht getroffen, goddammit. Aua. Dann konnten wir ihn immerhin auf seinen Move da raushauen. So, wir probieren es gleich nochmal mit dem. Dem hier. Nein! Oh, jetzt kommt das wieder. Toll, das hat unsere ganze Leiste geleert. Hör mal auf! Ein kleiner Spammer ist er. Okay, wenn man nicht direkt danach den Special macht, dann funktioniert er gar nicht. Damn it! Probieren es nochmal. Komm schon. Ach. Hat er. So. Hat er mich da nochmal rausgehauen? Unfassbar. Ja, pazifistisch sei er. Das Spiel hat ein Tempo drauf. Guck mal 5 Minuten nicht hin, ist man schon eine Season weiter. Oder ein Arc. Ja, das war nicht so gut. Wir haben leider den Special nicht gesehen. The Fruits of Training. Goku arrives on Planet Namek at last. Witness the results of training at 100 Gs. Dragon Ball ist so dumm. I love it. Falls ihr übrigens mal eine Diskussion hören wollt über Naruto Shippuden und der Vergleich zu Dragon Ball, hört mal in den aktuellen Podcast rein. Sorry, but you can't beat me. I can tell already. I was trying to figure out what you were saying. And then I realized that you're a big fibber. And I don't play with liars. I guess I'm just gonna have to fix your attitude. So, probieren wir hier mal wieder ein Super Kamehameha, wa? Au. Okay. Das ist unblockable. Yes! Aber das geht nicht über in so einen Spezialbildschirm wie beim Final Flash zum Beispiel. Nice. Mach's einfach nochmal. Schön in die falsche Richtung. Ja.
Aber ich meine, hier soll ja Goku auch overpowered sein. Und man kann aus diesem Dodge jetzt auch irgendwie raus einen Kamehameha machen? Yes! Oh, das war nicht der Finish, come on! Da fehlt ja echt gar nichts mehr. Ja, vorhin hat doch einer von euch auch schon geschrieben, es ist witzig, dass die immer noch auf dem Boden fliegen, damit die Cutscene-Übergänge stimmen, weil da war es ihnen irgendwie wichtig. Super random. Oh! Sorry about that. There were so many holes in your defense, I couldn't help it. Oh, stupid. This game. Komm, das war doch gut. Jawohl. Zeit spielt auch immer eine Rolle. Bald haben wir die Serie durch. Ja, so lange spiele ich nicht. Ich wollte eigentlich heute einen etwas kürzeren Stream machen. Aber bis Freezer wäre halt schon auch cool. Freezer zumindest mal zu sehen. Das ist echt, also, wie viel wert so simple Ladebildschirmbeschäftigungen sind, ne? Und ich meine, diese Ladezeiten sind immer noch sehr viel besser als bei den meisten PS4-Kampfspielen. Kingfly, ich bin ja vorhin einmal die Kombo-Liste durch. Ich sehe da kein Teleport-Kamehameha. Wir haben Super-Kamehameha. Hier sind die Kombos. Vielleicht habe ich es auch übersehen, will ich nicht ausschließen. Throw, Taunt, Aura Spark. Vielleicht kriegt man es auch erst noch. Ist das auch eine Möglichkeit? Weil das hier sind einfach die Rushes, die Smashes, die Keyblasts. Die gibt es ja nur die. Ja. Hm. Ich komm da noch. Dann lernt er es als Super Saiyan. Ja, das kann gut sein, ne? Weil, das klingt nach deiner Beschreibung nach einem Move, den ich haben möchte. Oh, er hat's geblockt. Trotzdem noch 90 Damage gemacht. Vorhin waren wir noch bei 9000. Ich glaube, da war der englische Satz schon deutlich vor dem japanischen vorbei. Oh. Das müsste doch jetzt... Ach, come on, hat er sich... wegteleportiert. Ich dachte, er wäre gerade am Boden. Oh. Na, warte. Probieren wir es einfach nochmal. Oh, jetzt hat er mich da rausgehauen. Ist echt nicht so einfach, die zu landen, ne? Ich weiß nicht so hundertprozentig, wie ich das gemacht habe, aber es war schweinecool. Hör doch mal auf, den allen auszuweichen. Der tut ja so, als ob er gewinnen möchte. Oh, oh. Oh, da wollte er direkt übergehen in seinen. Das hat aber nicht geklappt.
So, jetzt aber. Ach, okay, das war's schon. Ja, gar kein Problem. You're far stronger than even me. It's really amazing. Amazing. You have a strong body. Far stronger than even the captain of the Ginyu Force. What? Why are you laughing? Nani? Ja, Körpertausch-Time. Because I like it. I like that strong body of yours. You like it? Change now! Müssen wir jetzt als Ginyu gegen Goku kämpfen? Weil das wäre sehr gut. Ja, ja. Das müsste doch jetzt kommen, oder? Ja, Goku ist Ginyu and Ginyu ist Goku. The real me is you. Goku is attacking Krillin. Goku spills the shocking truth. Ja, dieses Hin- und Her-Daten, ne, King Flea? Das hat auch Fighters ganz gut hinbekommen, dass man sich einfach extrem badass fühlt, wenn man gut kombot. You just seem, you know, different. And hey, why are you wearing one of their scouter thingies? Wanna know why? Oh, können wir den Kampf spielen? Spielen wir jetzt gegen Krillin? Oder mit Krillin gegen Goku? Ja, wir spielen Krillin! Das Traktor-Disc! Nice! Oh. Ach, er kann auch einfach Solar Flare. Ja! Ach, Mist. Ich hätte hier gerne nur so einen richtigen Dash. Ich habe das Gefühl, ich komme immer recht langsam zum Gegner hin. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache. Na gut, Goku. Goku, Ginyu. Aber er ist ja eh bald platt hier. Oh, hat er mich verarscht, ne? Komm du doch zu mir. Na? Komm her. Machen wir das nochmal. Vielleicht klappt's ja jetzt. Er ist gerade noch am Recovern. Ja. Immerhin ein Finish. Tschüss, Guardian. That was pathetic. Do you really think that'll work on me? Curses! Darn it! Surrender? You want Captain Ginyu to surrender? Ridiculous! Aber krass, dass sie dem mehr als einen Kampf gewidmet haben, dem Ginyu. Ich meine, ist eine gute Entscheidung, aber sie cutten so viele andere Sachen raus.
Ginyu's defeat. Vegeta is ready to finish off Ginyu. Can Goku return to his own body? Müsste danach Frieza kommen? Ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Aber doch eigentlich schon. So they still haven't dealt with Ginyu. Fools, they must be too afraid to hurt their precious Kakarot. Ich bin wirklich kein Fan von diesem Weichzeichner da, der so oft im Hintergrund stattfindet. Is that all? Let's go. Guck mal, wie der keine Chance hat. Immerhin nicht ausgewichen. Nur geblockt. Ah, sag mal. Ich meine, nicht so ein Feigling. So, das müsste doch jetzt sitzen. Oder... Nicht komplett, aber hat der genug Damage gemacht. Ich weiß aber nicht, wovon es abhängt, dass er manchmal dann in diese extra Perspektive geht. Oder war das ein Story-Event vorhin? Weiß ich gar nicht. Oh. Da ist es wieder. Darn it! Sag's auch. Er hat nichts mehr. Probieren wir es nochmal mit einem Final. Yeah. Viel zu übertrieben. Bisschen Overkill. This is the end. Die. Oh oh. Oh, wird das gar nicht richtig gezeigt. Oh, alle Sterne bekommen. Frieza appears. Let's go, Leute. Frieza time. Wie kurzweilig dieser Story-Modus ist. Bin sehr angetan davon. Und nimmt dann doch ein paar mehr Details rein, als ich dachte. Also, dass man zwischendrin auch mal Ginyu und Krillin und Yamcha steuert, ist ganz cool. Da, guck mal, Krepel-Frieza. This is a first, after all the idiots who tried to make a fool out of me. I never thought it would wind up like this. Unforgivable. I will never forgive you, you insect. I'm going to kill you all slowly. Ich frage mich, ob wir mehr als einen Kampf gegen diese Form von Frieza haben. Oder ob das jetzt nur das hier ist. Aua. Oh. Nani. Probieren wir es einfach mal. Jawohl, voll getroffen. Nice.
Schade aber, dass in dieser Special-Animation dann nicht nochmal ein bisschen Damage dazu kommt. Oh. Da ist er einfach durch meinen Grab durchgegangen. Button Mash Time! Ich würde das auch gern machen. Gut, dass er das gerade nicht gut nutzen konnte. Das gibt's. Machen wir es einfach mal von weitem. Jawohl! Oh, das hätte doch der Finish sein können. Ist es sogar? Nee, doch nicht. Oder? Don't underestimate me. The Saiyans are a race of warriors. Triggern alle Events. Dann muss man es aber so beenden, ist irgendwie weird. Ja, bitte. You know about that? I'm most impressed. Very well. If you want to die that badly, I'll show you. Das ist dann die nächste Episode? Oh nee, die Verwandlung kommt jetzt noch? Nee. Okay, das wollen wir schon noch sehen. Z-Rank. Hab Freezer ziemlich platt gemacht. Ja, die sieht man so mit am seltensten, glaube ich, die Form. Juhu, yay. Ich wünsche mir einen Schlüpfer mit zwei Löchern für die Ohren. Nee, eine Mütze mit zwei Löchern für die Ohren. Ich habe den Witz kaputt gemacht. Das war mein Reaction GIF. This is bad. Understand this. In this form. I won't be as nice as I was before. He's gonna kill us. Oh, ich bin zu viel Kick, Gohan. Wie ich so sein Schienbein malträtiere. Oh man, Senko hat nicht sehr viel Range. Oh oh. Er lässt sich aber auch sehr platt machen gerade. Oh cool. Hat gut Damage gemacht. Schon wieder da, Danjo. Sie durften halt nicht damit sein, ne? Das
Das ging irgendwie eigenartig schnell. Gar kein Problem. Little Squirt has some hidden powers. That actually hurt a little bit. Too bad for you. You've managed to make me angry. Oh. Ich hätte gern die Option, dass ich direkt sagen kann, nächstes Kapitel, ohne hier dazwischen zu landen. Ich glaube, das wäre auch noch cool. Hätte es noch mal einen besseren Flow. Krillin, save Gohan! Though badly wounded, Krillin rescues Gohan. Does he have some kind of secret plan? Wenn ihr das schon so schreibt, dann vermutlich. So, ich würde dann tatsächlich demnächst den Stream beenden, aber diese Episode machen wir noch. Aber ich glaube, die Freezer-Saga spielen wir leider nicht mehr zu Ende. Es ist ein bisschen schade, ihr könnt Dragon Ball Z Burst Limit, glaube ich, nicht im PlayStation Store oder im Xbox Store kaufen. Ich glaube, das gibt's nur als Disc. Wenn ich mich nicht irre, kann auch sein, dass das, dass ich mich da gerade falsch erinnere. Da könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich hatte es mir jetzt einfach gebraucht geholt. Hat nicht mal 10 Euro gekostet. Weil es ja jetzt nicht unbedingt das Fan-Favorite-Spiel ist. Ups. Ich will mich nochmal ganz aufladen. Das ist immer noch das Traktor-Disc. Immerhin hat ein bisschen was davon getroffen. Wie oft haben wir diesen Soundfall jetzt schon gehört? Wow. So einen läppischen Freezer wird doch Krillin mal hinkriegen hier. Spam ihn jetzt einfach wieder zu. Oh, der Damage! Oh oh. Das hat Damage gemacht. Jetzt stirb halt. Geh doch. Solar Flare. Der geheime Plan. Vegeta, now. Attack now. War das das, dass sein Kopf den Mond simulieren soll oder so? War das hier? Ich hab's nicht mehr so 100% im Kopf. Piccolo's Return. Das waren hier die Beschreibungen. Piccolo comes to the rescue with new power gained from Nail. He confronts Freezer. Ja, doch, das können wir auch noch machen. Das können wir auch noch machen. Aber seht ihr, wir haben in dieser ersten Form nur einmal gegen ihn gekämpft. Die zweite Form bekommt jetzt schon ein bisschen mehr Mileage. So that's Freezer, huh? Piccolo ist so gelangweilt. So that's Freezer, huh? Monster this time. I thought we'd wiped out all of the Namics. But you're different from the rest. You're not just another weakling. Of course, that doesn't mean that you're a match for me. Die Mundbewegungen bei ihm sind ein bisschen weird. Time to take out the space trash. Was ein Spruch.
Mach dich fertig wie ein Rettich. Du Brötchen über der Spüle aufschneider. Block doch. Also. Nehmen wir es mal. Oh, fuck. Oh, doch, hat zumindest noch ein bisschen getroffen. Darn you, darn it. Ach, das sind die Dialoge, für die ich Dragon Ball gucke und spiele. So, geht das jetzt durch? Das sah irgendwie auch nicht richtig aus. Aber es ist noch nicht seine True-True-Power. Oh, das wird nicht treffen. Oh ja, hat er sogar abgebrochen. Ein cooler Move. I'll show you the rage of all the Nemets you killed. You seem to have misunderstood. Do it, Piccolo. Do you think that was my full power? What? My power so increases greatly each time I transform. And I can still transform two more times. Audible gasp. Let me show you. Consider yourself honored. You will be the first to witness this form. Na gut, die gucken wir uns schon noch an. Wenn es jetzt schon so geteased wird. Will zumindest noch die Transformation sehen. There we go. Ugly Freezer. Diese ganzen Formen wären mir zum Beispiel sehr viel lieber als Zusatzkämpfer in Dragon Ball FighterZ als noch drei Gokus. No. Oh oh. Ja, aber die Kankrobas ist immer so. My truest of true forms. Ist das nicht schon Round 5? Oh Gott, ich spiele Freezer! Ja, geil! Wie groß ist er denn? Oder wahrscheinlich abwehren? Nee. Come on. Oh, Gohan helps. Time to die.
Probieren wir es nochmal. Voll erwischt. Hat er mich gerade getauntet? Kann ja auch mal taunten. Oh, witzig, dass sie das eingebaut haben. Er wollte auch gerade eine Attacke machen, aber da war meine ein bisschen stärker. Ich liebe seine Keyblasts. Das mit, dann mit den Fingern, das ist super. Würde sie gerne nochmal machen, aber ich komme nicht dazu. Boah, jetzt macht er ja nochmal los hier. Oh, wie cool sie aber hier auch die Arena abfliegen. Das ist cool inszeniert. Da haben wir's. Planet needs me. Gott, wir hätten einen Darnet-Counter einbauen müssen. Das ist ja fantastisch. Oh oh. No. Impossible. No way that can be right. It's been some time since I had to show some speed. Isn't it time you just gave up? Aber Piccolo. Ja, Kingflee, in den Spielen müssen sie halt alles nehmen aus dem Anime. Und ich finde, das ist eigentlich ein cooler Move, dass er so seine Arme verlängern kann. So ein bisschen Dalzim. So, das soll es jetzt aber gewesen sein für heute. Ja, hier geht's jetzt noch weiter, ne? Gohan comes to Piccolo's rescue, but now it's Gohan who faces Freezer's wrath. Ich glaube, Freezer wird noch ein paar Mal Gegner sein in diesem Spiel. So, das hat sehr viel Spaß gemacht, Leute. Das war Dragon Ball Z Burst Limit. Die Entscheidung steht bevor, stand hier drauf. Blitzschnelle, actiongeladene, filmreife Zwischensequenzen, ja, das stimmt. Fantastische Grafik, in der die Grenze zwischen Spiel und Anime verschwimmt, dachte ich damals zumindest, auch heute nicht mehr so ganz. Und online kämpfen kann man auch noch, haben wir jetzt nicht gemacht, soll uns aber egal sein. So, ihr könnt jetzt hier noch der Menümusik ein bisschen lauschen. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für die Abos, die es zwischendrin gab. Ihr könnt uns besuchen auf Patreon und auf Steady, würde uns sehr freuen. Schaut mal bei Leo vorbei, bei The German Guy auf dem Stream, bei Time to 3, wobei viele von euch das ja sowieso gerade hier gucken. Mats und ich spielen noch Xenoblade Chronicles X weiter. Das macht sehr viel Spaß, da könnt ihr mal reinschauen. Und ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!